So, Donnerstag werde ich noch eine Übersicht der kompletten Vorlesung geben. Und was ich in der letzten gute halbe Stunde tun möchte, ist die Dirac-Gleichung einführen. Und lass uns ein bisschen eingehen, wie Dirac überhaupt dazu gekommen ist, die Gleichung einzuführen. Um 1900 herum hat man die diskrete Spektrallinie gesehen und da heraus, aus der Numerologie heraus, hat man Ratios zwischen die Energien gefunden, was Rydberg am Ende zu seiner Formel geführt hat. Und um das zu verstehen, hat Bohr ein Modell gemacht, was aber nicht intern konsistent war, weil man annimmt, dass ein Elektron dreht und man da Elektrostatik für elektrodynamische Prozesse genutzt hat. Und das ist, was Schrödinger versucht hat, mit seiner Differentialgleichung zu lösen und auch gelöst hat. Und der Schrödinger-Gleichung würde auch gleich angenommen, weil er die Energie von dieser Spektrallinie sehr gut vorhergesagt hat. Und das ist der Schrödinger-Gleichung mit seiner kinetischen Energie, seiner potentialen Energie und wenn ich mehr als ein Teilchen habe, die Coulomb-Wechselwirkung. Und das sagt die Energie und die Bindungsenergie in Atome relativ gut voraus. Es gibt aber auch zwei Probleme mit dieser Gleichung. Und der erste ist, Elektronen haben Spin und Spin ist nicht in dieser Gleichung beschrieben. Das war Schrödinger sehr wohl bewusst. Der hat auch noch eine relativistische Gleichung gefunden oder gesucht. Wir werden gleich auch sagen, was er am Anfang gefunden hat. Nur das, was er gefunden hat, hat das Experiment nicht beschrieben. Das ist nämlich die Klein-Gordon-Gleichung. Also hat er dann am Ende die nicht-relativistische Gleichung veröffentlicht. Und wir können Spin zufügen in der Gleichung, durch zu sagen, dass unsere Wellenfunktionen jetzt statt ein reelle Zahl an jedem Punkt im Raum zwei komplexe Zahlen im Raum gibt, einmal für Spin hoch, einmal für Spin runter. Und jeder Term hat seine eigene kinetische und potentielle Energie. Und dann können wir noch Magnetfelder zufügen. Wir haben die Magnetfelder, die mit Spin wechselwirken. Und wir haben eine Spin-Bahn-Wechselwirkung in unseres Hamiltonians. Aber diese Gleichung ist durch Uhlenbach oder Pauli relativ eingeführt, um das Experiment zu beschreiben. Da ist kein höherer Grundgedanken dahinten. Ein zweites Problem, das der Schrödinger-Gleichung hat, ist, weil er nicht relativistisch ist, ist, dass er nicht Lorentz-invariant ist. Also zwei Beobachter mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten würden so unterschiedliche Resultaten bekommen, laut der Schrödinger-Gleichung. Und das ist, was Dirac, zwei Jahre nachdem der Schrödinger-Gleichung eingeführt ist, gelöst hat, durch eine neue Gleichung zu postulieren. Und lass uns gucken, wie Dirac das Idee hatte oder wieso er darauf gekommen ist, seine Gleichung zu postulieren. Und der Hamiltonian beschreibt die Energie unseres Systems. Und wir können erst klassisch gucken, wie die Energie und die Hamiltonian beschrieben ist. Dann sehen, wie wir das klassisch in der Schrödinger-Gleichung umwandeln. Und dann das Gleiche versuchen für die relativistische Energie. Also klassisch kennen wir die Energie von einem Teilchen als ein halb mv². Und wenn wir den Impuls einsetzen, ist das 1 durch 2m p², Impulsquadrat. Und innerhalb der Schrödinger-Gleichung, entweder um de Broglie Experimente zu beschreiben oder aus Symmetriegründen. Wir haben Zeitinvarianz, also die Zeittranslation führt zur Erhaltung von Energie, was dann die Abgeleite von der Zeit wird. Und wir haben Impulsbehaltung oder Translationsinvarianz, was dann die Positionsabgeleite wird. Und damit können wir die Energie einsetzen als ein Zeitabgeleite, die Impuls als ein Ortsabgeleite. Und wenn wir jetzt unsere Zustände nicht mehr beschreiben durch die Positionen und Impulse von unseren Teilchen, aber durch eine Wellenfunktion und die Energie und Impuls durch Operatoren, die auf diese Wellenfunktion aktieren, ersetzen, bekommen wir die Schrödinger-Gleichung. Das Gleiche können wir relativistisch machen. Relativistisch für ein Teilchen in Ruhe wissen wir, dass E gleich ist an mc². Wenn ich ein Teilchen habe, was nicht in Ruhe ist, wird E² gleich an m² c hoch 4, c² p². Jetzt
mache ich die gleiche Substitution und lasse das auf eine Wellefunktion aktieren. Und dann bekommen wir die zweite Ableitung von meiner Wellefunktion ist gleich an die zweite Ableitung in Ortskoordinaten plus eine Konstante mal der Wellefunktion. Diese Gleichung ist bekannt als der Kleinkordengleichung. Das ist auch die Gleichung, die im Prinzip Schrödinger schon in Notizen probiert hat. Und diese Gleichung hat er verworfen, weil er die Experimente nicht beschreibt. Aus Symmetriegründen ist es eine prima Gleichung. Der dürfte die Gleichung sein, die unsere Welt beschreibt. Ist es aber nicht. Also, Dirac war auf der Suche nach einer anderen Gleichung. Und was wir in der Schrödinger-Gleichung gesehen haben, ist, dass der Schrödinger-Gleichung linear ist in die Zeit abgeleitet. Und relativistisch ist meine Energie quadratisch. Oder gibt es eine quadratische Funktion? Also wir sind auf der Suche nach einer Funktion, die linear in der Energie ist, sodass ich eine lineare Zeit abgeleitet bekomme und dann eine Funktion ist von Impuls und irgendeiner Konstante. Also wir können unsere Energie schreiben als eine Summe über den Impuls in die x, y und z Richtung, multipliziert mit irgendeiner Konstante und mc Quadrat mit einer Konstante Beta. Und jetzt wollen wir, dass der Quadrat von dieser Funktion ergibt, dass wir die relativistische Energie von unserem Teilchen bekommen. Um das zu haben, können wir die Anforderungen auf Alpha und Beta aufschreiben und wir finden, dass Beta Quadrat 1 sein muss oder Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3 Quadrat müssen 1 sein. Und weiterhin wissen wir, dass die Kreuzprodukte alle wegfallen müssen, weil die sind nicht mehr in meine rechte Hand, rechte Seite der Gleichung gegeben. Also der Kommutator von AI und AJ muss 2 Delta IJ sein. Oder der Antikommutator. Das ist nicht möglich. Das kann man auch einfach sehen, wann Beta Quadrat 1 sein muss, muss Beta 1 oder minus 1 sein, muss Alpha I 0 sein und damit werden das alle 0 und damit habe ich keine Lösung. Für komplexe Zahlen. Aber wieso müssen meine Alphas komplexe Zahlen sein? Wir haben vorher schon gesehen, dass die Gleichung, die Pauli eingeführt hat, um Spin zu beschreiben, die Wellefunktion nicht als Skalar darstellt, aber als ein Vektor. Und hier habe ich Matrizen, die meine Wellefunktionen multiplizieren. Also, unsere Alphas und Betas dürfen auch Matrizen sein. Also kann ich Matrizen finden, wobei diese Gleichung gelöst wird. Und so, lass uns annehmen, dass Alpha und Beta 2 mal 2 Matrizen sind. Da können wir die Pauli-Matrize nehmen. Und ich habe 3 Pauli-Matrizen. Einmal 1 minus 1 und dann auf die Off-Diagonale 1, 1 für die X und I minus I für die Y-Pauli-Matrize. Aber ich habe Alpha 1, 2, 3 und Beta. Ich brauche 4 Matrizen, die die Gleichungen erfüllen. Also die Pauli-Matrizen und das Idee, dass meine Wellefunktion durch ein Spin nur gegeben ist, mit einem Spin runter und einem Spin hoch Komponente, würde schön sein, aber funktioniert leider immer noch nicht, weil ich brauche 4 von solchen Matrizen und ich kann nur 3 finden, die die richtigen Kommutatoren erfüllen. Also das sind die Anforderungen, die ich auf meine Matrize stelle. Und die Pauli-Matrize erfüllen die, aber es gibt nur 3 und nicht 4. Also, auch für 2x2-Matrizen gibt es keine Lösung. Was hat Dirac gemacht? Ja, dann gehen wir einfach noch nach größeren Matrizen. Also, wir nehmen ein 4x4-Matrize, um das zu lösen. Und ja, für 4x4-Matrize gibt es eine Lösung. Also, wenn ich annehme, dass das meine Matrizen sind, und hier sieht man, jedes 2x2-Block sind im Prinzip die Pauli-Matrizen,
Aber jetzt kann ich noch eine zweite Matrix dazu definieren, die die zwei Blöcke miteinander koppelt. Und jetzt habe ich meine Wellenfunktion, die nicht zwei komplexe Zahlen, aber jetzt vier komplexe Zahlen an jedem Punkt im Raum gibt. Und damit erfülle ich die Dirac-Gleichung, so dass, wenn ich jetzt das Quadrat nehme, ich da die klassische Ausdruck oder die relativistische Ausdruck für die Gesamtenergie meines Systems habe. Und das ist der Gleichung, der er vorgeschlagen hat. Und jetzt müssen wir gucken, wenn ich in diese Gleichung der Limes nehme für kleine Geschwindigkeiten, bekomme ich dann die Schrödinger-Gleichung zurück. Und was sind jetzt die Korrekturen, die ich habe über der Schrödinger-Gleichung herüber? Aber das Schöne ist, wir haben hier eine Gleichung, die gleich linear ist in die abgeleitet nach Zeit. Also können wir relativ straightforward, rechtlinig von der Dirac-Gleichung auf die Schröder-Gleichungen zurückkommen. Lass uns erst gucken, was Lösungen sind für die Dirac-Gleichungen, voordat we zeigen, dat tatsächlich aus der Dirac-Gleichung der Schrödinger-Gleichung hervorgeht. Ja, eine Frage. Ja, sehr gut. Also, ich habe vier Komponenten für meine Wellenfunktion. So, die Frage ist, was sind die Indizes L und S? Und ich habe vier Komponenten für meine Wellenfunktion. Das sind zwei Komponenten zu viel für das, was wir bis jetzt gesehen haben. Auch für Dirac waren das zwei Komponenten zu viel, weil wir haben Elektronen mit Spin hoch und Spin runter. Wenn ich in die nicht-relativistische Limes gehe, was ich gleich machen werde, werden wir sehen, dass zwei Komponenten groß werden, large, Index L, zwei Komponenten werden klein, small, Index S. Also in der nicht-relativistische Limes beschreiben die beiden mein Elektron mit Spin hoch und Spin runter. Am Anfang wusste Dirac nicht so genau, was er mit den anderen zwei Komponenten machen müsste. Der hat irgendwann mal in Briefwechslungen vorgeschlagen, vielleicht sind das Protonen, aber nicht viel später hat man dann die Positronen gefunden, also die Antiteilchen von den Elektronen, und das sind tatsächlich die Antiteilchen von den Elektronen. Ich nehme nicht E und P oder E und E' als Elektron und Antiteilchen von Elektron, weil diese Basiszustände nicht mein Elektron und Positron sind. Da komme ich gleich dazu. Also lass uns erst die Lösungen angucken, die wir haben für freie Elektronen ohne Impuls, also in Ruhe. Und damit gibt es vier mögliche Teilchen. Wir haben das Elektron mit Spin hoch, das Elektron mit Spin runter und das Teilchen, wobei Dirac am Anfang nicht so genau wusste, was er damit anfangen müsste, aber das wir jetzt als Positron mit Spin hoch kennen oder als Positron mit Spin runter. Also unsere vier Zustände. Und in Ruhe ist die Basis, die ich genommen habe für lokal meine vier komplexe Zahlen, die Basis von einem Elektron mit Spin hoch, einem Elektron mit Spin runter, ein Positron mit Spin hoch und ein Positron mit Spin runter. Jetzt können wir statt die Lösung für ein Teilchen in Ruhe die Lösung für ein Teilchen mit einer bestimmten Geschwindigkeit angucken. Und wenn ich ein Teilchen habe mit einem Spin, kann ich entweder meine Geschwindigkeit senkrecht zu der Spin nehmen oder der Geschwindigkeit parallel am Spin nehmen. Wenn ich die Geschwindigkeit parallel an Spinrichtung nehme, dann habe ich mein Großteil und Kleinteil meiner Wellenfunktion, die sich miteinander vermischen, aber beide mit Spin hoch. Und wir wissen, dass wir Lorentz Contractions haben, wenn ich Geschwindigkeit habe. Und das sind genau die Resultate, die dadurch kommen, dass effektive Ladungen und effektive Wechselwirkungen sich da ändern. Und das sehen wir zurück in das Beimischen von einem Kleinteil in meine Wellenfunktion mit Respekt zu das Großteil. Ich habe meine Wellenfunktion hier nicht normiert, aber das ist nur eine Schreibweise, die ich da aufgestellt habe. Und daneben haben wir halt das Elektron mit Spin runter, was sich bewegen kann. Großteil und Kleinteil. Und jetzt sieht man auch, dass für kleine Geschwindigkeiten ich
teile durch mc², also der Restenergie meines Teilchen, und das Kleinteil für kleine Geschwindigkeiten, also tatsächlich klein ist. Also der große Komponente und der kleine Komponente von meinem Elektron. Also die Teilchen, die wir haben, stimmen nicht mehr mit unseren Basiszuständen überein. Das kann ich auch machen, wenn meine Bewegungsrichtung senkrecht zu meinem Spin ist. Jetzt sorgt die Lorentz-Kontraktion dafür, dass auch die magnetischen Wechselwirkungen sich ändern. Und das sieht man, dass jetzt der Großteil mit Spin hoch mit der Kleinteil mit Spin runter vermischt wird. Und das gleich für Spin hoch oder Spin runter. Also damit kommen alle Lorentz-Kontraktions für die magnetische, elektromagnetische Wechselwirkungen gleich richtig aus unserer Gleichung raus. Lass uns gucken, wie groß die Beimischungen sind, die wir haben. Also, ich nehme ein Teilchen mit Spin hoch, ich beschleunige das und will wissen, wie groß ist die Beimischung eigentlich, die ich habe. Und hier viele Bilder. So, jetzt. Tut mir leid. Also, jetzt will ich wissen, was eigentlich so ungefähr numerische Werte sind für das Großteil und das Kleinteil meiner Wellenfunktion als Funktion von der kinetischen Energie meines Elektrons. Und hier gehen wir nach ungefähr 500 kV kinetische Energie, also der Restmasse. Wenn ich nicht der Vorfaktor nehme, aber der Vorfaktor Quadrat, sieht man sehr schön die Symmetrie, also meine Wellenfunktion ist normiert, also der Summe vom Kleinteilquadrat plus Großteilquadrat ergibt 1. Wenn ich jetzt bis zu 100 Kiloelektronenvolt, also 10 mal die Bindungsenergie von einem Elektron in Wasserstoffatom gehe, sieht man, dass das Kleinteil sehr klein ist und das Großteil ungefähr 1. Und wenn ich jetzt nur das Kleinteil zeige von 0 bis 100 eV, sieht man, dass das beinahe ein lineares Verhältnis ist. Also erste Ordnung Störungstheorie beschreibt bis zu kinetische Energie von 100 Elektronvolt sehr genau, was das Kleinteil meiner Wellenfunktion ist. Und damit sind für Energien, die relevant sind für das Leben im Alltag, die Dirac-Gleichung nur relevant in erster Ordnung Störungsrechnung. Und deswegen können wir zurückgreifen auf der Schrödinger-Gleichung. Also bei 100 eV habe ich nur 0,1 Promille Beimischung vom Kleinteil. Nun muss man sich auch realisieren, dass die kinetische Energiedichte nicht konstant ist und nah am Kern wird meine kinetische Energie tatsächlich viel größer oder kinetische Energiedichte größer, weil da auch das Potenzial divergiert. Also, wenn wir die Schrödinger-Gleichung lösen für die Atome, die Radialwellenfunktionen, und ich gucke mich hier die Lösungen an für die erste Kolumne im Periodensystem, also Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cäsium und Francium, also 1s oder 2s, 3s, 4s, habe ich hier eine 2s-Wellenfunktion, also mit 1 Knoten, der 3s mit 2 Knoten, der 4s, 5s, 6s und 7s-Wellenfunktion und hier der Großteil der Wellenfunktion, die sehr ähnlich ist an die Lösung im Schrödinger-Gleichung und da der kleine Komponente von Wellenfunktion. Und wenn wir einzoomen in der kleine Komponente, dann sehen wir, dass tatsächlich nah an den Nukleus wir eine Beimischung finden. Im Kleinteil. Also nur, wenn das Potenzial sehr groß ist, wird der wichtig. Also, wir können sehr gut eine Störungsrechnung-Entwicklung machen von unserer Dirac-Gleichung. Und wenn wir das machen, wird aus der Dirac-Gleichung der Schrödinger-Gleichung. Und damit haben wir unser System sehr viel vereinfacht. Statt 4 Komponenten bleiben nur noch 2 Komponenten übrig. Und wir sehen hier, dass wir die kinetische Energie haben, mit der Erstordnungskorrekturterm. Und wenn ich quantitativ rechnen will, ist der Korrekturterm wichtig, aber er ändert keine Symmetrieeigenschaften. Ich habe meine potentielle Energie und auch wieder mit einem Erstordnungskorrekturterm. Auch der ist
quantitativ wichtig, aber ändert keine qualitative Eigenschaften meines Systems. Dann der Coulomb-Wechselwirkung und der Spinbahn-Wechselwirkung. Und der Spinbahn-Wechselwirkung ist der Operator, den wir vorher irgendwo angenommen haben. Und wir können jetzt auch diesen Operator gucken, wie er funktioniert und ihr mit der Lorentzkraft, die ein bewegendes Teilchen mit einem Magnetfeld oder mit magnetischen Momenten in einen Kreis, die um einen Kern dreht, für Lorentzkraft haben würde. Und da kann ich erstmal meinen Drehimpuls umschreiben nach einem R Kreuz P, dann die Abgleiter vom Potential zusammenfügen, das nach einem elektrisches Feld umwandeln und das elektrische Feld mal Kreuz der Geschwindigkeit nach einem Magnetfeld umwandeln, das dadurch erzeugt würde, wenn das ein klassisches System wäre. Und da sehe ich, dass ich tatsächlich der Lorentzkraft zurückbekomme, als ob ein Teilchen in einen Kreis um den Kern dreht. Also das ist der neue Term, den wir in unserer Hamiltonian haben. Und wenn ich jetzt Matrix-Elemente ausrechnen möchte, und das werde ich noch kurz vorzeigen, ist, wie groß sind eigentlich die Spinbahnwechselwirkungen und die Korrekturen, die wir haben. Dann müsste ich hier meine Wellenfunktionen ausrechnen und dieses Matrix-Element ausrechnen für die unterschiedlichen Atome. Und was wir schon gesehen haben, ist, dass ich im Prinzip nur nah an den Nukleus Beiträge bekomme, die relativistisch sind. Also ich kann im Prinzip näher an den Nukleus meine Sache ausrechnen. Und ich habe für die sphärische Teile da die sphärisch-harmonische und brauche dann meine radiale Wellenfunktion. Und das ergibt dann die Wechselwirkungskonstante, die wir haben, die zwischen 1 mEV für Lithium bis zu 1 EV in der 5P-Schale gehen für die unterschiedlichen Elemente, die wir haben. Also es gibt tatsächlich einen Teil von Elementen mit 4D und 5P oder 4F, 5D-Schale, wobei meine Spinbahnwechselwirkung relativ groß wird. Aber wenn ich das vergleiche mit sehr mehreren Elektronenverbindungsenergien, ist es immer noch eine Energie, die klein ist im Vergleich zu den anderen Energieskalen, die wir im System haben. Die Rechnungen hier sind auf dem Computer gemacht, wobei wir das gesamte Atom berücksichtigen und da numerische Lösungen machen. Es gibt von früher aus sehr viele Näherungen, wie man die Spinbahnwechselwirkung ausrechnen kann. Zum Beispiel einer, der sehr weit verbreitet ist, von Landau und Lifshitz. Landau und Lifshitz sind sehr gute Didaktiker, aber hier waren die falsch. Also das, was die hier vorhersagen, stimmt einfach nicht überein mit, was man experimentell beobachtet oder was wir heutzutage numerisch ausrechnen können. Also, man kann auch mal Fehler machen, sogar als Landau. Sehr gut, aber hier sieht man, wie aus der Dirac-Gleichung oder wo Dirac seine Gleichung irgendwie her hat, dass er eingeführt hat, dass wir jetzt nicht zwei komplexe Zahlen, aber vier komplexe Zahlen an jedem Punkt im Raum zukennen. Und daraus folgt der Dirac-Gleichung, die für die Physik, die wir um uns herum sehen, sehr wohl perturbativ gelöst werden kann, was dann drei zusätzliche Terme zu der Schrödinger-Gleichung gibt, die Spinbahnwechselwirkung, eine Korrektur zu der potentiellen Energie und eine Korrektur zu der kinetischen Energie. Die drei Terme haben sind alle drei von gleicher Größenordnung, aber nur eine bricht die Symmetrie und deswegen ist eine wichtiger als die andere. Dankeschön, wir sehen uns Donnerstag wieder
und dann mache ich eine Übersicht über was wir gemacht haben in dieser Vorlesung.